Name ist Nina. Ihr seht mich hier in meinem Laden, den ich zusammen mit einer Freundin betreibe in Berlin. Das Nähkontor. Wir verkaufen Stoffe und Kurzwaren und geben Nähkurse. Ihr seht hier nur einen ganz kleinen Teil von meinem Laden. Der ist in Wirklichkeit viel größer. Und es gibt unheimlich viele kleine Knöpfe, Bänder, Borten, Stoffe und schöne Sachen zu entdecken. Wir hatten das Glück, einen alten Kurzwarenladen aufzukaufen und haben unseren Laden im 50er-Jahre-Stil eingerichtet. Ich will mit euch zusammen passend zu unserem Laden einen Tellerrock nähen, auch aus der Zeit. Ich selber trage sehr gerne Tellerröcke. Heute habe ich auch einen an, wie ihr hier seht, sogar mit einem Petticoat runter. Finde ich immer sehr schick. Wir nähen zusammen die Röcke in zwei verschiedenen Varianten. Wir haben hier einmal als ganzen Teller und dann einen Tellerrock im halben Teller. Dazu kann man sich einen Bund wählen, einmal den festen Bund und einmal den Gummibund. Um mit mir zusammen diesen Tellerrock zu nähen, benötigt ihr eine Nähmaschine, ein Bügeleisen, Stecknadeln, eine Fadenschere, ein Maßband, eine Stoffschere, ein Stift und eine Papierschere, natürlich auch Papier zum Aufzeichnen, ein Schneiderlineal oder einen großen rechteckigen Winkel, einen Taschenrechner. Natürlich braucht ihr dann auch das Material, das wäre der Stoff, einmal das Schrägband für den Saum, das Garn. Und je nachdem, welchen Bund ihr euch aussucht, braucht ihr entweder einen elastischen Gummi für den Bund oder Bundeinlage und einen nahtverdeckten Reißverschluss. Ich zeige dir, wie du an dir selber oder auch an anderen Maßen nimmst. Man braucht für so einen Tellerrock nur zwei Maße. Ich zeige dir auch, wie man diese Maße dann zu einem Schnittmuster umsetzt und aufs Papier bringt. Ihr könnt auf der Webseite makerist.de auch gerne fertige Nähpakete erwerben, wo das ganze Material drin enthalten ist. Ich hoffe, ihr habt auch Lust, mit mir zusammen jetzt einen Tellerrock zu nähen.